Fischer und Fischer. Lass mich auch hier hinrutschen. Ich schau, ich schau. Büffi TV. Ich sehe keine rote Lampe, kann ich anfangen. Ich kann so nicht arbeiten. 3, 2 und bitte. Videotagebuch Nummer 11. Finger reichen nicht mehr aus, Kinder. Wir sind angekommen in Euba. Euba, ein kleines, langgezogenes, aber zuckersüßes Dörfchen hier in der Nähe von Flöhr. Auf diese Reaktion hatte ich ein bisschen. Diese Reaktion hatte ich ein bisschen gehofft. Wir sind heute in Oederan losgelaufen, heute früh sind dann Breitenau unten raus und hatten eigentlich vor, dann so unten rum Grünberg, ja, mein Junge, jetzt geht gleich, ja, die Reste kriegst du. Wir machen, wollten wir eigentlich unten rumlaufen und dann hieß es, wartet mal, Flöha hat ein Problem, Flöha kann euch nicht unterbringen, wir haben mit dem Wohnwagen ein Problem, das wird nicht. So, wir gehen nach, ich habe den Ort vergessen, Arns, an wie heißt der, nördlich von Flöha, der Ort, wo wir hingehen sollten? Augustenburg. Nein! Wie kann ich denn den? Wie kann ich denn den Namen vergessen? Also, Altenhain. Und ja, und da haben wir unsere Tour sozusagen unten abgebrochen und sind dann schnurstracks nach Flöha hoch. Haben dann noch einen total verrückten Typen getroffen, der hat mitten im Wald, der hat ja angehalten mit so einem Hundefängerauto. Hat hinten die Kiste rausgezogen, der war Sockenverkäufer. Also sowas habe ich noch nie. Mitten im Wald habe ich 3 Socken gekauft. Das war ein Traum, habe ich dem 5 Euro gegeben. Die Socken habe ich immer noch, ziehe ich morgen ein paar an und wehe, die tauchen nicht. Das war nämlich der Sockenmoor, so hat er sich wirklich selber vorgestellt. Der Sockenmoor, der kam, hat angehalten, Socken gekauft. Also super schön. So, da sind wir nach Flöha, also Falkenau aus rein, an der alten Wollspinnerei vorbei. Und sind dann nach Flöha rein, da haben wir in der Cocktailbar haben wir lecker Cocktail gemacht. Da werden die so nicht sagen, ja, Mittag schon, den hier war nicht alkoholfrei. Haben wir selber gemixt ein bisschen, haben wir was dazugelernt. War ein schöner Tag, also ich sag mal, mittags war eine schöne Mittagspause, konnte man mal machen. So, und dann sind wir frohen Mutes auf nach Euba, bis ich das Ortsausgangsschild von Flöha las. Und da stand drauf, Euba 6 Kilometer. Super. Ich hatte ja 17 in den Knochen, weißt du? Nimmt mal mit bis Euba. Das ist kein Problem. Geht mal gerne hin. Aber es hat sich wirklich gelohnt, denn wir sind hier aufgenommen worden, also wie Familienmitglieder. Hier gibt es hier im Lehngrund gibt es hier die Dorfkneipe. Jetzt sage ich direkt, ja, ich weiß. Im Lehngrund gibt es hier eine wunderschöne Kneipe. Also ich habe es mir angeguckt, also zauberhaft. Also wenn ihr mal essen gehen wollt, müsst ihr mal hier Lego dran fahren. Hier müsst ihr mal hierher kommen, hier nach Euba. Super, wir haben auch selber hier der Jan und seine Frau, die Kerstin, die betreiben hier die Anlage. Das sind alles Nachbarn, die kommen jeden Montag, weil hier ist Ruhetag, die saufen sich nur durch. Das ist was hier los ist manchmal, also ich frage mich, also plötzlich haben die einen Haufen Verwandtschaft, weißt du, die kommen nur, wenn es hier Fressen gibt umsonst, da sind die alle da. Na, ist egal, wir sind ja nicht besser. Und da haben wir heute Abend hier schön, was haben wir gegessen? Jan! Rehragu haben wir gegessen. Boah, das ist lecker. Und selbstgemachte hier Klöße. Mit Liebe. Hat man geschmeckt. Mit Liebe zubereitet. Und mit Käseblatt und so einfach. Wunderschön. Und jetzt sitzen wir noch ein bisschen zusammen und quatschen noch ein bisschen heute Abend. Und morgen geht es auf eine etwas kürzere Strecke. Aber dafür haben wir eine Überraschung vor. Morgen geht es nämlich direkt hier von Euma nach Chemnitz rüber. Das sind so Luftlinie, so 12, 13, 14 Kilometer. Mehr ist es nicht. Wenn ich laufe, ist es soweit. Versaut mir jetzt nicht die Tour, ihr Männer, ja? So. Und dann werden wir nach Chemnitz rüber machen. Und wie gesagt, für Chemnitz werden wir uns eine kleine Überraschung ausdenken. Alle Chemnitzer morgen, wir haben was vor. Also ruhig mal einschalten, RSA. Wir werden morgen irgendwie in Chemnitz irgendwas veranstalten. Was genau, werde ich jetzt noch nicht verraten. Das machen wir morgen. Einfach Programm einschalten und morgen Abend Videotagebuch Nummer 12 gucken. Da sind wir dann in Chemnitz. Wir werden es noch ein bisschen feiern. Danke, dass wir gerade Gäste sein dürfen. Das ist eine super Truppe hier. Dankeschön für die Einladung. Das ist der Fall.